diese Anlage heißt Pinnerwelle, Elefant- und Waisenhaus. Da haben wir insgesamt etwa über 65 Elefanten. Und zurzeit haben wir etwa 2 oder 3 kleine wilde Elefanten hierher gebracht. Und die bekommen das Milchflasche 5-mal im Tag, jedes Mal 5 Liter. Also pro Mal ist 25 Liter. Das Elefantenbabystillen ist natürlich eine besonders beliebte Attraktion für Frauen. Aber der Anblick von 60 und mehr Elefanten, die hintereinander durch die Straßen laufen, ist für mich ein Höhepunkt. Mit Sirenengeheul werden die Leute am Fluss aufgefordert, Platz zu machen, weil die Elefanten kommen. Christoph hat für uns an bester Lage einen Tisch reserviert, wo jetzt ein Frühstück serviert wird. Währenddem genießen die Elefanten das klare Wasser des Mahoyaganga. Das wird jetzt mal Wasser mehr und so richtig. Oh, so ein Erlebnis habe ich nie mit. Und ihre Betreuer posieren gerne für unzählige Fotos. Diese Elefanten da werden das Waisenhaus nie mehr verlassen. Zurück in der Wildnis würden sie von ihren Artgenossen nicht mehr angenommen. Aber wer weiß, der eine oder andere bekommt vielleicht einmal einen Job als Paradeelefant bei einer Perahera von Kendi. Nachdem sich unsere Damen noch mit neuen Hüten eingedeckt haben, reisen wir weiter und sehen immer wieder, dass im Mahoyaganga nicht nur Elefanten baden.